Hallihallo. Hier bin ich wieder. Onkel Pitti. Und zwar mit einem neuen, na, eher gesagt einem alten Game. Nämlich Commandos Strike Force. Release war 17. März 2006. Jetzt erstmal das Intro. Ja, hier ist nochmal der Titel. Commandos Strike Force. So. Ja, ich habe das Spiel schon mal eine ganze Ecke reingespielt und es hat mir viel Spaß gemacht, auch wenn es schon so ein altes Spiel ist. Wie gesagt, von 2006. Aber jetzt will ich auch nicht lange rumlabern. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und deswegen wollte ich jetzt auch mal wieder nach langer Zeit ein Video davon machen. So. Onkel Pitti, da bin ich. Die deutschen Truppen haben Frankreich besetzt. Alle Hoffnungen ruhen nun auf der Resistance und den Alliierten. Eine Fallschirmjägereinheit soll in Kürze landen. Gehen Sie in Position und geben Sie unseren Jungs Feuerschutz. Ja, okay. Das werden wir jetzt machen. Auf normal. Hier ist nochmal der Text, den der Sprecher gerade erzählt hat. Und los geht's. Und wieder ein Video. Frankreich, 1942, Feindgebiet. Armer Hund. Naja. Mein Name ist William Hawkins, Scharfschütze, einer der Besten. Diese Gabe ist ein Geschenk. Ein Geschenk von Gott. Man könnte sagen, ich bin gesegnet. Oh ja, ich bin gut. Ich gehöre zu einem Team. Frank kommt auch bald. Er ist ein Green Beret. Ein Draufgänger. Ein cleverer Draufgänger, um ehrlich zu sein. Er verwandelt sogar die beschissenste Situation in einen Sieg. Und dann wäre da natürlich noch Colonel George Brown. Er ist der Boss. Was er sagt, ist Gesetz. Er ist, wenn Sie so wollen, ein Frontspion. Geben Sie dem Mann eine deutsche Uniform und er spaziert schnurstracks nach Berlin. Wir sind die Strike Force. Der Feind fürchtet uns. Und das ist gut so. So. Also dann, ich muss jetzt in die Stadt. Ich soll dort unauffällig ein paar Feinde ausschalten. Genau. So, jetzt haben wir ein paar Erklärungen. Kurzstreckenradar.
Das Kurzstreckenradar in der linken unteren Bildschirmecke hilft Ihnen bei der Identifikation des Gegners und dessen Blickrichtung. Geduckte Fortbewegung. Rücken Sie in der Nähe des Feindes geduckt vor. Dadurch können Sie nur von auf dem Kurzstreckenradar angezeigten Gegnern geortet werden. Ducken mit C. Werfen Sie einen Blick auf Ihr Haltungssymbol linke untere Bildschirmecke. Lautlos töten. Schleichen Sie sich von hinten an einen feindlichen Soldaten an und töten Sie ihn lautlos. Lautlos töten mit F. Okay. Das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich wollte, aber das Endergebnis ist dasselbe. Sie sind beide tot. Habe ich mich mal ein bisschen dämlich angestellt. So, und da ich das schon mal gespielt habe, Messer habe ich auch wieder eingesammelt. Ja, da ich das schon mal gespielt habe, weiß ich, dass hier ein Gegner ist. Und hier ist auch noch einer, der komischerweise den Schuss gerade nicht gehört hat. Naja, ich verzeih ihm. Schwimmen. Wenn Sie sich ducken oder schwimmen, können Sie nur von auf dem Kurzstreckenradar angezeigten Soldaten geortet werden. Solange Sie im Wasser sind, können Sie keine Waffen einsetzen. Tauchen. Tauchen Sie, können Ihre Gegner Sie nicht sehen. Die blaue Ausdauerleiste zeigt an, wie lange Sie unter Wasser bleiben können. Ah ja. So, ich weiß aber, dass hier keine Gegner mehr sind. Medikits. Benutzen Sie Medikits, um sich zu heilen. Sie können maximal 4 Medikits bei sich tragen. Medikit verwenden mit H. So, okay. Die Waffe kann ich komischerweise nicht aufnehmen. Geht nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Wir haben ja noch genug Munition. So, können wir rennen. So. Einsatzziele. Symbole auf dem Radar zeigen Primär- oder Sekundärziele in Reichweite an. Sind diese weiter entfernt, zeigt ein Pfeil am Rand des Radars Ihre Position an. Gehen Sie jetzt zum angezeigten Einsatzziel. Drücken und halten Sie Q, um Ihre aktuellen Ziele einzublenden. Haha! So, okay. Ich bin ja nicht verletzt worden. Nee. Dann gehen wir mal weiter. Noch ein Video. Okay, was haben wir denn hier? Einen Hinterhalt. Verdammte Krauts, immer einen Schritt voraus. Die Vordertür kann ich vergessen. Da komme ich nie rein. Ich könnte mich über das Obergeschoss reinschleichen. Vielleicht kann ich sie dann überraschen. Schwierig wird es trotzdem. Ich darf keinen Lärm machen. Ja, die will ich befreien. So, Außenansicht. In der Außenansicht können Sie die Patrouillenwege und Gewohnheiten feindlicher Soldaten überwachen. Rücken Sie vor, wenn Sie niemand sieht. Drücken und halten Sie E, um die Außenansicht zu aktivieren. Alarmstatus. Auf dem Radar grün markierte Gegner sind entspannt. Gelb markierte Gegner haben Verdacht geschöpft. Rot markierte Gegner sind alarmiert und aggressiv. Behalten Sie über das Radar den Alarmstatus Ihrer Gegner im Auge. Fernglas. Benutzen Sie Ihr Fernglas, wird Ihr Langstreckenradar aktiviert. Auf dem Radar angezeigte Gegner können Sie nur sehen, wenn Sie aufrecht stehen. Fernglas benutzen mit rechter Maustaste. So. Befreien, töten Sie die Gegner und retten Sie diese Männer. Die Außenansicht wollte ich kurz nochmal zeigen. So, da bin ich. Fernglas, rechte Maus. Ich sollte mich lieber hinknien. Ach nee, wenn ich scharf schütze, dann ist das ja nicht so. So ist das. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt leer machen. Ich werde nicht schleichen. Beim ersten Mal, wie ich das gespielt habe, habe ich von hier aus angegriffen. Diesmal werde ich aber
von hier angreifen. Oh! Okay, das war nicht sehr geschickt. So, jetzt haben wir nur noch einen. Ah, nee, da ist auch noch einer. Aber da ist noch einer. Jetzt ist er weg. Da habe ich doch was gesehen, oder? Da, ja. Oh, direkt zwei auf einen Streich. Mal eben nachladen. Okay, das lief jetzt nicht so, wie ich wollte. Aber das ist wie immer der Vorführeffekt. Ne? Wenn man was aufnimmt, dann klappt das oft nicht so, wie man es normalerweise gemacht hat. So, ich bin ja angeschossen worden. Mit H kann ich das Medikit verwenden. Da brauche ich zwar eigentlich jetzt noch nicht, aber ich mache es nur mal zur Demonstration, damit ihr das auch mal gesehen habt. So, hier rein. Hier Medikit und Munition. Da ist niemand. Das war mir aber klar. Ich wusste, dass hier unten gleich noch jemand ist. Erhöhter Standort. Feindliche Soldaten unterhalb ihrer Positionen können sie nicht sehen. Suchen sie sich also einen erhöhten Standort, um ihre Vorgehensweise zu planen oder Gegner unbemerkt auszuschalten. Oh, ich hätte gedacht, der eine Schuss reicht. So, ich glaube, jetzt ist hier auch kein Gegner mehr. Ich gucke nochmal hier kurz um die Ecke. Nein. Und die Leute sind hier drin, die ich befreien muss. Hi. Hi Jungs, ich bin das Rettungsteam. Schnappt ein paar Gewehre, dann raus hier. Es kommt ein deutscher Konvoi in unsere Richtung. Ich gehe nach oben. So. Atem anhalten. Zielen Sie mit einem Scharfschützengewehr, sollten Sie den Atem anhalten und Ihr Ziel mit einem Kopfschuss neutralisieren. Die Ausdauerleiste zeigt an, wie lange Sie den Atem anhalten können. Atem anhalten mit Alt-Links. Das habe ich sowieso fast nie gemacht. So, meine Jungs sind hier unten. Ich bleib mal hier oben. Da habe ich einen guten Überblick, glaube ich. Da kommt gleich einer, habe ich schon gesehen. Ne, der kommt nicht. Doch, da ist er. So, wunderbar. Was haben wir hier? Noch ein. Oh. So, der ist auch erledigt. Die sind auch weg. Der ist auch erledigt. Auch. Der ist auch weg. Sehr schön. Da sind noch welche. Komm, komm. Schneller nachladen. Oh, das dauert. So. Das wäre geschafft. Scheiße, oh nein, sind das viele. Wieso wissen die, was wir vorhaben? Wir müssen Frank warnen. Er hat keine Ahnung, dass ihn diese Bastarde erwarten. Franchi, laufen Sie zur Landezone und warnen Sie ihn. Ich gehe hier in Position. Ja, das geht in Ordnung. Ich erledige das so schnell ich kann. Jawohl. So, und das war der Anfang. War ja alles noch ziemlich einfach. Tutorial. Okay. Also wie gesagt, das war's. Das war Part Nummer 1. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Und seid beim nächsten Video auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.